die USA überwacht Europa, das zumindest behauptet Edward Snowden. Der 29-jährige Snowden arbeitete privat für eine Privatfirma im Auftrag des Geheimdienstes. Jetzt stellt sich die Frage zum einen, wie viele Personen haben tatsächlich Zugang, wenn Privatfirmen hier für den Geheimdienst tätig werden? Und dazu auch dazu, was wird wirklich überwacht? Sie sehen, dass im Grunde alles überwacht wird. Ja? Also dieser ganzen E-Mail-Verkehr, SMS-Verkehr, Google-Abfragen und so weiter, das wird offensichtlich alles abgesaugt. Da werden also riesige Datenmengen abgesaugt und dann mit Algorithmen ausgewertet, wo enorme Apparate im NSA, aber auch in ausgelagerten Firmen mit nichts anderem beschäftigt sind, als Bürger zu überwachen. Orwell hat sich getäuscht. Es ist alles noch viel ärger gekommen, als er sich das ausgedacht hatte. Und ich glaube, Snowden das Wort für Wort, was er gesagt hat. Das ist ja mehr oder minder sogar von der amerikanischen Regierung schon bestätigt worden. Sie sagte nur, es sei nicht illegal. Ja, das heißt aber nicht, dass es deswegen in Ordnung ist. Die Sprecherin meinte ja, dass lediglich verdächtige Personen belauscht würden. Ja, verdächtig ist nach amerikanischer Auffassung jeder, ja. Und vor allem, es wird jeder verdächtig gemacht, wenn er in ein bestimmtes mathematisches Schema hineinpasst, das der Auswertung zugrunde gelegt wird. Ja, ich meine, das ist schlicht und einfach Paranoia. Das ist, wo ein Apparat sich einfach seine eigene Daseinsberechtigung selber geschaffen hat, immer zulasten der Freiheit und der geschützten Privatsphäre der betroffenen Bürger. Wenn sich das der amerikanische Bürger gefallen lässt, ist das amerikanische Sache. Aber es hat sich herausgestellt, dass sie die gesamten Datenmengen aus Europa abziehen. Und das hat man ja gestern da drinnen in Wirklichkeit im Parlament ja schon zugeben müssen, dass das der Fall ist. Ja? Keine Reaktion ist zustande gekommen. Außer einer erhitzigen Debatte und ein paar erhitzten Gemütern gab es keine Reaktion. Aber ich bin der Meinung, dass man hier den Amerikanern viel, viel deutlicher ihre Grenzen aufzeigen müsste. Wenn ich mir anschaue, wie man etwa mit Russland umgegangen ist. Ja? Wenn Russland so etwas gemacht hätte oder der Orban in Ungarn so etwas machen würde, dann würde da drinnen die helle Empörung herrschen. Ja? Dann würden Beschlüsse gefasst werden, dass diese Länder, so wie man uns seinerzeit drei Weiße aus dem Euroland geschickt hat, unter Beobachtung zu stellen wären. Hier sind die Reaktionen sehr relativ verhalten gewesen. Ein paar aufgeregte Gemüter, das war's. Und das kann es nicht sein. Ich bin der Meinung, die Europäische Union hat ihre Bürger auch vor ungerechtfertigter Ausspähung ihrer Privatsphäre zu schützen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir auch das im nächsten EU-Wahlkampf ganz offen diskutieren müssen. Weil ich glaube, da hätte die Frau Ashton ein Betätigungsfeld. Da könnte sie zeigen, dass sie auf der Seite der europäischen Bürger steht und gegen die mächtigen Geheimdienstorganisationen anderer Staaten, auch wenn die Staaten sich einbilden, sie seien die einzig verbliebene Supermacht. Da könnte sie zeigen, dass sie eine Daseinsberechtigung hat. Aber da äußert sie sich nicht. In den USA würde Snowden eine Freiheitsstrafe drohen. Wo soll er sich jetzt hinwenden? Welches Land könnte ihn aufnehmen? Also ich wäre schon dafür, dass man dem Herrn Snowden auch in Österreich Asyl gibt. Das wäre ausnahmsweise mal ein echter Asylant. Und der hätte es auch verdient, dass man seine Courage auch anerkennt. Ich meine, der Mann hat seine ganze berufliche Zukunft aufs Spiel gesetzt, nur damit er endlich einmal die Dinge an die Öffentlichkeit bringt, die vorher offensichtlich andere nicht an die Öffentlichkeit gebracht haben. Und hat einmal diese Barriere des Schweigens auch einmal durchbrochen. Das ist ja auch wichtig. Ja? Und daher hätte dieser Mann ausnahmsweise wirklich einmal als echter Asylant auch Unterstützung verdient. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr.